Alles aber. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Hörst du das? Nö. Ich höre gar nichts. Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Vorsicht, ihr habt was gehört. Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Diese RTL... Irgendwas stimmt. Ruhe. Erledige die schnell. Wen soll ich erledigen? Hopp, hopp, hopp. Das war's. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Da ist eine Kamera. Dort ist noch einer. Bei Punkten. Ich sehe einen Weg runter. Vorsicht, da sind zwei. Zwei? Ich lenk sie ab, du erledigst sie. Was willst du denn machen? An den Rupp. Die Show geht gleich los. Geh in Deckung. Warte. Die Show geht gleich los. Ganz so schnell nicht. Linksbums. Ich muss was wegschmeißen. Schon wieder. Ups. Das hier. Oh, jetzt geht's wieder. Hallo. Jetzt mach sie fertig. Immer du steckst. Komm raus. Mist entdeckt. Ich hab F gedrückt. Der hat was bei sich. Splittergranate. Brauch ich nicht. Mach sie fertig. Das war der blödeste Ablenkungsmanöver, den ich je gesehen habe. Warte. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Ja. Mal sehen, was ich da finde. Euro, Dollar. Ja, gegen Geld sage ich gar nichts. 1212 habe ich gekriegt. Bam. Ja, mach was. Ich gehe weiter. Jemand repariert. Hast du Geld? Munition, Schrotflinte. Sollte mich nicht so voll machen. Machete. Was ist dieses Blaue?
keine Überwachung mehr gegen das Schild kann. Oh, so viele da. Haben ihre... Und wo sie schon dabei waren, auch klar. Wie äußerst effizient. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Ach, ist roh explosiv, okay. Oh. Bin ich gut genug dafür? Lass uns mal gut überlegen, was wir genau hier machen. Das ist was Lernendes. Jetzt werden wir alles verkaufen. Business, business. So, wir müssen die irgendwie ablenken. Oder ich knall die einfach ab. Kurzschluss. Опять на Транер! Oh je, da geht's aber jemandem schlecht. Wer ist das? Vielleicht ist sie ja hier. Sie haben ihn in eine Virtu geschickt und gekillt. Dann seine Implantate rausgerissen. Oh je. Die Schlacht ist wie eine Sau! Oh. Oh. Was ist das? Lädt hoch. Alle fertig. Reveille. Für mich nicht rundherum, ich mag das nicht. Wo bist du? Hier. Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Oh, danke schön. Steht eher auf die harte Tour, was? Ja. Warte eine Sekunde auf mich. Ich mach den Solo fertig! Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Gut. Mach doch. Du bist ein bisschen PC-süchtig, glaube ich. Wie komme ich zu ihr rein? Hier? Ja.
Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Ich ziehe jetzt. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... Gott sei Dank. Dev? Evelyn, hörst du mich? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Sei leise. Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Das Rumgezerre am Kabel hat sicher nicht geholfen. Ich habe gewartet, bis du jetzt sagst. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Ich rette dich, Evelyn. Wieso läuft sie in die Richtung? Ist sie irgendwie hängen geblieben? Hier ist der Lift. What is that? Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Rauchen, ja. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Was denn? Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Okay. Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Alles klar. Oh, Scheiße, nicht gut. Was, ich hab Schmerzen? Fehlfunktion entdeckt. Mann, ich bin aber auch zu nichts zu gebrauchen gefühlt. Ja. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Oh, das tut mir... Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen? Ey. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. Da ist ein Chip. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance. Als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan. Damit du es weißt. Das. Ich muss mit ihr reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Wo ist sie? Wo ist er? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Wirte, die ich gefunden habe. Die Wirte? Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Ja. Komm schon, wie? Ja. Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was?
Ich will nicht nerven, nur reden. Oh. Ich glaub, wie nett du sein kannst. Du bist er, ey. Ich weiß, ist gerade schlecht. Aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Hör zu, Evelyn. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann sterbe ich. Ja, Mann. Wir sterben. Das ist totale Zeitverschwendung. Evelyn. Ich bin scheiße enttäuscht von dir. Darauf muss ich erstmal ein paar Chips hier ausborgen. Nice Gerät hier. Schaut nach Militech aus. Hallo. Setz dich. Jo. Ah, ich wollte. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt. Kaum zu editieren. Ja, ich bin Profi, ich schaff das. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Okay. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Oh. Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Das ist aber sehr defekt, muss man schon sagen. So. Wonach suchen wir? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Das. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das oder jemand hilft ihr. Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen ganz Raum. Wir wollen alles, was wir brauchen, besser. Und? Biochip zurück. Stopp. Da haben wir was. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Ich hab's geschafft. Steht, verlasse den Brain jetzt. Okay, ich glaube, wir haben alles. Verlassen. Was denkst du? Die Frau, die sie angeheuert hat. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Wir haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ja nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. So wird Menti mein Zukunft auch schon. Oh, ich bin so wütend auf sie.
Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Ja, zeig her. Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Was ist mit dir los? Sie hustet. Sie ist krank. Oui, mais allez. On t'a gar raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Portez-y bien. Aha. Mangez pas orangé. En pli, c'est bien bon moyen nous gagnons pour nos vaisseaux sur une autre. Une grande chance là. Wieso lauscht sie heimlich? Hop, ja, ja, super. Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiquer, ça me passe. Elle continue à travailler. Was spricht sie für eine Sprache? Französisch? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Okay. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Alles klar. Telefonfrequenz. Wie ging das nochmal? So, da. Dann muss ich Ebene... Das ist Ebene visuell. Und dann mit Shift. Das war Thermal. Versuch das Telefon zu scannen. Ich versuche es. So, da. Geschafft. Noch eine Sekunde. Gut. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Nee, hat nicht funktioniert. Ah. I continue with the travail. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Da ist er. Hinter dir. Wie? Hast du eine Idee? Nö. Was soll ich hier sagen? Johnny? Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Johnny? War das okay? Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Was ist los? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Okay. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee?
So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Okay. Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Hör mal, ich muss los. Ich höre mich mal um. Werd ein paar Anrufe machen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Wir sehen uns, Judy. Gut, ich danke dir, Vi. Machen wir. Nein. Mr. Hands? Okay. Anruf. Hallo. Hey, was gibt's? Du hast den, mit dem Anführer der Voodoo Boys. Ein Laptop aus den Hintern gezogen. Wenn du das hinkriegst. Interessant. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, als hier ranzukommen. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ha, jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Wir haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Sorry, ist persönlich. Wow, echt hilfreich. Danke. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Ich soll mich anderweitig beschäftigen. Was mit meinem Auto? Ich habe keine Karre. Dann schauen wir mal die Maps an. Da ist was. Was ist das? V2 Breed. Das hole ich mir. Meter. Ist nicht so weit. Sie stehen ziemlich lange hier im Halteverkehr. Ich muss eine... da kurz was schauen. Wer fährt in dieser Kameraeinstellung? So. Habe ich mir nur ausgebockt. Sie stand im Halteverbot. So lange. So, gleich sind wir da. Fahr nur. Achso, das ist Musik. Little China, was ist das? Ich park mein Auto kurz hier. Niemand fasst es an. Achso, das sind diese Schnellreisedinger. Nee. Kostet mich das was? Oh. Jetzt habe ich meine neue Karre verloren, ey. Lade, lade. Schokolade. Wo bin ich? Ah, da oben.
Er sagt, ich muss hier nach links. Okay. Öffnen, verschlossen. Ich muss auf diese Brücke rauf. Okay, okay, okay. Also gehen wir hier entlang. Gut. Oh. Eine Seitengasse bitte. Das kann es ja nicht wahr sein. Da ist ein Fixer. Verschaffe den Pink Quick Kick. Nee, das ist Scam. Da komme ich nicht drauf. Oh. Da. Das ist ja urgut versteckt alles. Wie läuft das hier? Kann jeder Loser einfach reinspazieren und sich illegale Software zulegen? Ups. Nee, nicht jeder Loser. Ganz offiziell reparieren wir Cyberdecks. Aber wenn du mit Empfehlung kommst und weißt, was du haben willst, dann findest du es bestimmt. Was hast du über T-Bugs Tod gehört? Die Wahrheit wurde ausgeschaltet. Wie alle, die sich mit Arasaka anlegen. Ihre Leiche wurde mit verkohltem Nervensystem gefunden. Oha. Weißt du, wie sich das anfühlt? Nein. Weiß ich nicht. Angeblich so, als würde man von 1000 Messern erstochen werden. Kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Die Ärmste. Ich mochte sie. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also wie? Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Ja, sie ist tot. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen. Nicht schlecht. Für Anfänger. Was? Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Auf einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Doch, 22 Sekunden. Oh, ist sogar gratis. Was haben wir noch hier? Waffenglitch. Sind die Fähigkeiten, wie viel kostet es? 300. Nee, brauche ich nicht. Ich bin super duper. Da. 4.500. Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Ich muss den Ping jetzt ausrüsten. Rüste den Ping Quick in deinen Inventar aus. Inventar. Cyberball. Das. Da. In die Mitte? So, ich muss hacken. So, 1C und 55 braucht er. Jo. Oh, das war ein Fehler. So. Complete. Data Mining. Auf zum Afterlife. Lass mich raus. Wiedersehen.
Und ich habe immer noch keine Karte. Zum Weg hier. 900 Meter. Ist das ein Verkaufsdings? Ja, verkaufen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Wir verkaufen alle diese Standardwaffen. Alles, was grau ist, muss weg. Und ich behalte mir eine. Eine von jeder Sorte. Das steht ausgerüstet, das ist auch ausgerüstet. So, wie viel Geld habe ich jetzt? 5000. Very good. Junk verkaufen. Da steht jetzt alles, was wir verkauft haben. 89 Kilo von 200. Aber voll wenig Geld habe ich bekommen. Auf dem Weg hier. Komm ich hier raus. Oh, bleiben Sie gut stehen. Oh. Guten Tag. Ach, scheiße, Mann. Die sind schlau als in GTA hier. So. Einen Moment, bitte. Ja, der Biss hat mich einfach überfahren. Sag mal. Ich glaube, ich drehe hier durch. Oh, da ist mein anderes Auto. Sagen, ich fahr schon gut, brutal, oder? War grün, wieso bin ich da stehen geblieben? Was soll der Scheiße? Oh, der schaut cool aus. Dritte Spur hier. Muss so. Geht das? Ah, nicht so. Lass mich in Ruhe! Guck nicht. Arigato!